Willkommen zurück zu einer neuen insulinreichen Folge South Park. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. So, wir müssen hier ein bisschen rumkräckeln. Wir müssen erstmal schauen, wie das hier geht. Wir sind hier in der Küche stehen geblieben. Ich bin so ein sanftmütiger Superheld, dass es fast unmöglich ist, mich zu blinder Wut zu treiben. Es sei denn... Moment, ich hab's! Deine Fürze! Deine grauenhaften Fürze bringen mich zur Weißglut! Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Wir müssen da durch und zur Classy Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit und Kuhn and Friends musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Ich muss dir jetzt ins Gesicht furzen, ja? Tja, ich habe wohl keine andere Wahl. Schüchtern. Also, wir können hier über ihn drüber und dann können wir A drücken zum Analysieren. Ah! Jetzt berechnen wir es, weil wir haben so einen krassen Batman-Detektiv-Modus. Okay, kannst du ihn raushauen? Oh Gott! Oh, es tut mir so leid und es gab gestern Tacos. Oh shit! Oh, Scott! Du bist ein Tier, Scott. Wir haben es geschafft. Der Weg ist frei. Ich verliere wirklich selten die Beherrschung. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gerne ins Gesicht furzen. Aber klar, Bruder. Aber klar. Diabeteszorn. Eine neue, super krasse Fähigkeit. Moment, das bedeutet, ich kann den Zorn immer einsetzen, wenn er in der Nähe ist. Oder ich kann ihn rufen und wir können es dann gemeinsam einsetzen. Ah, ich weiß, woher das ist. Ich weiß, woher das ist. Ich weiß, woher Popel und Sperma ist. Das ist die Folge mit Yelp. Wo alle Yelpers sind. So, komme ich hier irgendwie durch? Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich irgendwas mitnehmen? Kann ich mich hier nochmal bedienen? Im illegalen Meth-Labor? Anscheinend nicht. Gut, dann müssen wir hier durch. Classy wartet. Heiliger Bimbam, was ist das? Oh nein, die Müffeln. Oh Mann. Das müssen wir den anderen berichten. Kuhn. Ja, Captain Diabetes. Wir haben vermisste Katzen gefunden. Einen ganzen Haufen. Alter, habt ihr Scrambles? Negativ. Keine davon ist alt und fett. Und was ist mit der Lady? Wir sind ja auf den Fersen. Wir müssen rausfinden, was sie weiß. Los. Wir sind so nah dran. Ich kann es riechen. Komm schon, Sidekick. Oh mein Gott, jede Menge Katzen. Die Müffeln. Hier wird sehr, sehr hart gemüffelt. Warte mal, das Ding hier können wir bewegen. Was genau bringt es mir, das hier zu bewegen? Okay, Moment. Können wir hier irgendwas kaputt schlagen? Ist die Tür blockiert. Kumpel, geh da mal durch. Okay, wir können das Ganze hier nochmal zurückspulen. Ah, und jetzt ist es hier drüben. Alter, genial, oder? Einfach nur genial. Ob Müffeln geil ist? Würdet ihr da draußen müffeln? Mal so eine kleine Runde müffeln? Ein bisschen rummüffeln? So, was gibt es hier Schönes? Nichts Spannendes, oder? Also ich glaube nicht, dass wir im Moment irgendwas brauchen. Ich bin ganz gut bedient. Oh, die armen kleinen Kätzchen. Ich furze sie mal an. Ich terrorisiere die Katzen. Wow, der eine dreht richtig durch. Alter! Katzen werden vergast. Scott, weiter geht's. Warte mal, wir wissen nicht, was hinter dieser Tür auf uns lauert. Da ist jemand drin. Mach dich bereit. Eins, zwei, Diabetes! Ich hab dir doch gesagt, die Bullen sind hinter mir her. Und dann führst du sie zu mir, du dumme Schlampe? Wen nennst du hier eine dumme Schlampe? Sehe ich etwa aus wie deine Mutter? Das Spiel ist aus, Classy. Die Kids sind Bullen? Das ist kein Cop. Das ist Captain Diabetes. Seine Mutter hat bei seiner Geburt gefurzt und deshalb hat er Diabetes, mit dem er gegen das Böse kämpft. So kriegt man aber nicht Diabetes. Wenn das keine Bullen sind, können wir sie abknallen. Und die Schlampe da auch. Oh shit, so läuft das also. Ich wusste doch, dass man euch Tony Soprano Abklatschwichser nicht vertrauen kann. Leb wohl, Captain Diabetes. Was bringt dir dein Diabetes jetzt, hä? Oh oh. Ah! Was zu...
Ich will meinen Schlüssel! Ich hab deinen Schlüssel nicht, Alter. Der ist dicht vom Rotwein. Rotweinsuff ist der übelste Suff, den's gibt. Fuck, lass uns abdampfen. Na gut, Captain Diabetes. Endstation. Gib mir meinen Kackschlüssel. So lass ich sie niemals ans Steuer. Dann stirb. Oh mein Gott! Randy! Er ist im Rausch vom Rotwein! Das wird hardcore! Das hat keinen Sinn, Mr. Marsh. Ich rufe Ihre Frau an! Das wird richtig hardcore! So, es wird gespult! Bam! Die Wolke der Verwirrung! Das ist nicht fair! Arschzeitreise hin oder her! Man darf andere nicht einfach überspringen! Was? Wer will verstümmelt werden? Wir machen Zeitreisen, so viele wie wir wollen. Wir sind krass unterwegs. Ich habe Diabeteskräfte. Oh, Randy wird mies. Randy wird hardcore mies. Ich fühle keinen Schmerz. Er ist zu betrunken, er fühlt keinen Schmerz mehr. Jetzt Leute, die Lage ist ernst. Wir müssen den Burner machen, den Super Burner. Ich mach den Super Burner. Boom. Oh shit, das hat sicher wehgetan. Warte, ich bin auch Diabetiker, also bitte hau mich nicht. Captain Diabetes macht keine Ausnahme für Schurken mit Diabetes. Tja, so kriegt man Diabetes, liebe Kinder. Ja, ja. Oh, der Alter, war gut, der war gut. Schau dich mal ein bisschen an, wie du verlierst, Nigger. Oh, classy, das N-Wort. Der wird gewiggert. Alles klar, warte mal, wir schützen mal Scott. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. So. Hey, danke. Kein Problem, Kumpel, du hast einen Drachen. Der hilft. Shit, der hilft gegen alles. Nachricht von Sharon. Ich kann nicht schreiben. Wieso kann ich nicht schreiben? Warum sind meine Daumen so groß? Hey Siri, sag meiner Frau, sie soll die Fresse halten. Ich kämpfe gerade. Kacke-Emoji. Oh shit. Ah! Oh nein, er bekommt irgendwelche Rotweinkräfte. Captain Diabetes, no! Ja, tu ihnen weh! Wow! Er darf schon wieder? Warum? Vorsicht, Captain Diabetes! Er dreht voll am Rad! Okay, wir machen ihn fertig, oder? Alles klar, der war gut. Duck dich mal oder so! Er ist betrunken, der bekommt nichts hin. Der Kollege ist erledigt. Ich habe keine andere Wahl. Wir müssen diese Fähigkeit einsetzen. Oder wir nehmen die hier. Die würde auch noch gehen. Ja, gut. Machen wir den hier. Der haut ein bisschen mehr rein. Bamsen. So, Scotty. Kann hier hin. Ich würde sagen, wir machen den. Dann haben wir hier ein bisschen Shield. Go, Scotty, go! Ich dachte, wir sind in Amerika. Sind wir doch, oder? Und mit ihm gehen wir ein bisschen zurück, weil er hat eh die Reichweite. Die ultimative. Oh shit, ich hab wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Ja, classy, sieht nicht gut aus. Ziemlich angepisst. Wer von euch Wichsern hat Sharon gesagt, dass ich hier bin? Sekunde. Komm, bald nach Hause. Suche meinen scheiß Schlüssel. Herzchen, Herzchen, XO. Oh, Randy. Randy ist wirklich der Beste, oder? Was macht er nun? Oh oh, oh oh. Die Wut. Die Wut des Rotweins. Oh shit, nicht auf Scotty. Die Macht des Rotweins wohl unterschätzt? Anscheinend schon. Oh nein, 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 nein. Hau diese Bitches richtig wund. Alter, er macht hier voll den Dropkick. Okay, warte. Wir setzen nicht die Fähigkeit vom Kuhn ein. Wir machen den hier. So. Ist das mein Blut? Das ist dein Blut, ja. Und jetzt setzen wir diese Fähigkeit ein. Oh, du bist geliefert, Kumpel. Du bist hart geliefert, denn ich hab Klöten. Am Kinn. Lutsch mein Sack. Und wieder rettet der Kuhn den Tag. Hey, das okay, war wohl eher ich. Nimm Saxi. Ha, Captain Diabetes duldet keinen Alkohol am Steuer. Yay, Captain Diabetes, du bist der größte Captain Diabetes. Geil, wir sind Stufe 4. Ein großer Platz für ein neues Artefakt.
Very nice. Okay, sehr gut, Mann. Ich weiß nur, dass so ein neuer Drogenbaron versucht, richtig heftige Ware auf den Markt zu bringen. Der Typ will, dass sich die Italiener- und Chinesen-Mafia zusammenschließen. Genug Smalltalk. Wo ist Scrambles? Scrambles? Wir brauchen die Belohnung für unser Superhelden-Franchise. Oh, shit. Ihr wollt nur eine Katze? Und dann gibt's noch Cisco. Nur so ein Low-Class-Vollspaß, der immer übers Kohlescheffeln labert, weil irgend so ein weißer Penner jetzt der neue Big Boss ist, über den die Drogen und Nutten und der ganze andere Scheiß laufen. Okay. Aber nicht mit mir. Ich bin mein eigener Pimp, verstanden? Meine Pussy ist mein Lebensunterhalt. Die lasse ich doch nicht von irgendeinem dahergelaufenen Nigger verwalten, dessen ganzes Einkommen auf illegalem Scheiß basiert. Entschuldigung, aber was ist mit den Katzen? Oh, die Katzen? Dieser kleine asiatische Freak namens Yaki Ababa oder so bezahlt Sechstklässler, damit sie den Leuten Katzen entführen. Kranke Scheiße, man kann doch nicht einfach die Pussy von anderen beanspruchen. Der gehört in den Knast. Und wo landen die Katzen? Ich sag's euch, aber erst wenn ihr mir Polizeischutz oder so'n Scheiß gebt, klar? Die Nigger meint's echt ernst, also müsst ihr versprechen, Classy zu beschützen. Harold Cartman, hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Morgen ist Schule. Mom, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ihr geht jetzt alle nach Hause, sonst rufe ich eure Eltern an. Sorry, Mrs. Cartman. Und wer ist diese Stripperin? Das Kuhn-Team hat mir Schutz versprochen. Hier kann sie nicht bleiben. Dann nimm du sie mit zu dir, Blitzfreak. Okay. Oh Gott. Alter Jimmy. Und jetzt die Nachrichten, die sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park. Guten Morgen, South Park. Gestern Abend hat ein unbekannter Selbstjustizler der Famboni-Familie ihr verbrecherisches Handwerk gelegt. Und das im Alleingang. Mehr dazu von einem Zwerg im Bikini. Tom, ich stehe vorm Bucca de Fagoncini, wo der Selbstjustizler dem Verbrechen in South Park den Krieg erklärt hat. Die Kameras zeigen eine junge Person, die den Leuten ins Gesicht und auf die Eier furzt. Verstörende Bilder. Das Kind kam rein und fing an, die Leute anzufurzen. Wie aus dem Nichts, Mann. Vielleicht lehnt sich endlich jemand gegen das Übel in dieser Stadt auf. Dieses Kind ist ein Held. Ich finde, das Kind ist eine Bedrohung. Wie lange dauert's, bis er oder sie einen Unschuldigen tötet? Wie lange dauert es, bis aus Daredevil der Punisher wird? Ha? Drei Staffeln? Drei Staffeln! Die Polizei hat einen Haufen illegaler Gegenstände gefunden, die das Restaurant mit einem größeren Verbrechersyndikat in Verbindung bringen könnten. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Was für eine Nacht. Berichten zufolge hatte der Selbstjustizler sogar einen Sidekick? Zunächst wies alles auf einen Sidekick hin, aber Untersuchungen zeigten, es war nur ein Knirps mit Diabetes. Danke, Zwerg. Und die Frage, die alle heute Nacht wachhalten wird, lautet natürlich, wer ist der furzende Selbstjustizler? Das lässt uns ganz schön scheiße aussehen. Ihr habt's verkackt. Es war nicht unsere Schuld. Dieses Kind kam einfach ins Restaurant und fing an zu furzen, als gäb's keinen Morgen. Ihr Italiener sollt das Produkt nur an den Mann bringen. Die Chinesen und Russen machen den Rest. Alles muss diskret und leise ablaufen, sonst erfahren die Leute die Wahrheit. Dass wir den Leuten das Produkt in die Drogen und den Alkohol tun, um für mehr Verbrechen zu sorgen. Ihr macht einfach weiter euren Teil und bringt das Zeug unter die Leute. Sonst mache ich vielleicht direkt mit den Russen Geschäfte. Oder mit den Chinesen. Oder mit den Sechstklässlern. Mann, hab ich gut geschlafen. Ja, ich auch. Bester Schlaf seit Wochen. Und? Habt ihr gestern Abend irgendwas Interessantes gemacht? Nee, nur das Übliche. Ein bisschen ferngesehen und dann ins Bett. Ja, nichts Aufregendes in unserem öden Leben. Okay, tja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Du hast einen langen Tag vor dir. Schlüpf ins Superheldenkostüm und warte auf Anweisungen vom Kuhn. Alles klar. Mann, ich sehe echt cool aus, oder? Das eine Mädchen gafft mich total an. Jo, du hast nichts gesehen. Verzieh dich, Kleines. Was? Ich habe Superkräfte und ich bin auch kein Sidekick. Ich bin der wahre Held. Ich bin Sharkboy. Sorry, Arschlot. Zeit, Classy ordentlich auszuquetschen. Verhör gehört zum Superhelden einmal eins. Geh zu Jimmy und finde raus, was sie weiß. Kuhn, Ende. Okay, erst mir drüben hin.
Also, wir sollen zu Jimmy. Und wir alle kennen Jimmy, der ballert gerne mal eine schwarze Nutte durch. Das ist Jimmys Ding. Der macht so Sachen. Wisst ihr noch damals, als Jimmy Ständerprobleme hatte? Was hat er gemacht? Richtig. Mal schöne alte durchgebügelt. Das ist ein richtiger Nuttenfan. Greift eine starke Schneefrau an, was? Typisch. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Und wir jetzt? Mädchen können alles machen, was wir wollen. Ach ja? Und im Moment wollen wir eine schicke Schneebitch. Ach ja? Und könnt ihr auch das? Ja. Hast du ein Ekelpaket? Ja. Selfies? Wow, für jemanden neuen hast du ziemlich viele Follower. Ja, ich bin cool. Okay, haben wir die schon? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber nicht, oder? So, eine weitere im Bunde. Du kannst mich markieren, wenn du willst. Und ein bisschen Erfahrungspunkte. So langsam wirst du eine richtig große Nummer, Neuer. Lust auf ein Selfie? Aber Logo, Baby. Ich bin eine große Nummer, ich bin ein cooler Held. Lächeln. Juhu. Jennifer, ruf mich an, Kleines, ja? Danke, ich bin jetzt dein Fan. Oh, der Baby, der no. Doch nicht. Immer noch gesperrt. Was kann ich hier oben machen? Ich brauche irgendwie Elektrofürze. Ich brauche unbedingt harte Elektrofürze. Alles klar, kann ich mir eigentlich ein neues Kostüm holen? Also, wir gehen mal erstmal hier hin. Denn wir haben ja hier einen weiteren Slot. Wir können also was Neues reinknüppeln. Okay, die geben deutlich mehr Macht. Was haben wir hier Schönes? Moment, ich bin im falschen Slot. Hier müssen wir hin. Ah. Genitalisman? Genitalisman? Okay, nicht schlecht. Cool. Ein neuer Fidget Spinner. Platin-Kuhn-Freund. Okay, aber wir nehmen den Genitalisman. Und wir bleiben bei... Obwohl... Ah, es sind geile Sachen dabei. Was können wir hier drüben raushauen? Nein, wir bleiben erstmal dabei. Ich habe jede Menge Macht. So, dann gehen wir hier hin und schauen mal wegen neuen coolen Kostümen. Macaroni-Bild. Ein Macaroni-Bild für Moses ist irgendwie der Hammer. Unbedingt brauche ich hiervon eins. So, Kostüme. Alter, der Schicksalshelm. Wow, die Wunderarschkapuze. Krasse Sachen. Boah, Cyberwolf. Der Nordmann. Werde ich zu Wunderarsch? Oder mache ich mir den Schicksalsanzug? Einmalig herstellbar. Okay, machen wir ihn. Stellen wir ihn her. Den krassen Anzug. So. Kostüm. Also. Das hier. Dann. Alter, was ist das hier drüben? Der himmlische Anzug. Wie meine Eier rausbaumeln. Oh, ist eigentlich auch ganz lässig. Accessoires? Nee. Haare? Nee. Alles cool so. Sie muss selbstbewusster sein. Alright. Sie ist zu selbstbewusst, sonst hält ihr Schneechef sie für eine Schneebitch. Ich bin noch krasser. Willst du? Willst du, willst du, willst du? Okay. Okay, du bist eine Schlägerei, ja? Moment. Ich schaue mich hier noch ganz kurz um. Und dann werde ich dich hier zusammenschlagen, Kumpel. Du willst es also wissen, ja? Du willst es wissen. Wo genau bin ich hier? Alright. Okay. Zack. Ich habe einen Vorteil, Bitch. Eric. Nein, Human Kite. Du fliegst raus und ich brauche hier unbedingt... Ich brauche unbedingt... den guten alten Blitzfreak. Willst du es schnell? Ja, ich will's schnell. Auf geht's.
Oh fuck, das sind vier Stück. Okay, warte mal. Wir nutzen erstmal hier unsere ganzen Angriffe. Nice! Boom! Ich hab Klöten am Kinn. Los geht's. Zack! Wow, du gibst echt Gas! Schlag in die Schnauze, Kumpel! Kuhn, Krallen raus! Okay, der Kuhn. Irgendwo hier ist eine Katze. Wir alle hören die Katze, oder? Ah, wir machen den hier. Platz für den Kuhn! Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Und jetzt machen wir den. Mein Zug der Furz der Verwirrung. Zu machen fällt unter Antiaggressionstherapie. Ah! Wow, wow. Die sind krass unterwegs. Diabetes-Time. Es wird Zeit, Scott. Es wird Zeit. Es wird Zeit für eine harte Nummer. Alter, die sind echt gut, ne? Die sind richtig gut. Eine Komplementäroffensive? Clever. Danke, Alter. Guter Mann, guter Mann. Nein, nein, nicht, nein. Oh, scheiße, wir müssen hier raus. Das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut. Oh, nein. Versau das nicht, Blödsack. Alter, die pissen alle rum. Das ist heftig. Ich kann hier beide treffen. Alright. Nicht schlecht, Neuer. So. Na dann, Hals- und Beinbruch. Okay, Jimmy, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, du machst den hier. Wie ein Blitz. Welchen Saft trinkst du? Den will ich auch. Sorry. Na, jetzt steht er hier. Shit. Okay, warte mal, Kuhn, du musst hier raus. Und machst den. Ja. So was Cooles sieht man in Tierdokus nie. Alright. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Was haben die vor? Ich komme so aus der Schussbahn, oder? Nein, ich habe eh keine andere Wahl. Versuchen wir es. Hoffentlich wird Diabetes nie geheilt. Okay, gut. Perfekt gelöst. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Ja. Ha, daneben. Lutscherlies. Okay, warte. Der hier... könnte ein Problemo werden. Alles klar, machen wir den. Bam. Geiler Scheiß. Blitzfreak, zischt los. Alles klar, kriege ich irgendwie den? Warte. Wenn ich mich hier hinstelle? Ja. So, den haben wir auch easy weggeholt. Dann ist Cartman dran. Oh, bitte, Cartman. Ah, es wird zu knapp. Nee, den kriegen wir nicht. Den kriegen wir nicht. Shit. Ja. Nice. Du hast offensichtlich geübt, Kuhn. Er darf nochmal angreifen. Verdammt. Ohne zu zocken. Respekt. Okay, aber es sieht gut aus. Scott. Saft, gib mir Kraft. Oh Gott, Scott. Ich kann nur einen wegholen. Machen wir den hier? Machen wir den hier. Go, Scott, go. Nutze die Macht des Zuckers. Yeah, Diabetes. Hochfruktose Todeswelle. Aber er steht noch. Okay, er muss pissen. Und der muss auch pissen. Alles klar. Los geht's, Furzlaut. Dann machen wir den hier drauf. Wunderarsch reißt ein paar Ärsche auf. So, Jimmy ist am Start. Ah, ich komme da nie hin. Jim.
Warte mal. So, kann ich den hier schon mal holen? Ha, cool, ein Friend, für immer. Dann ist er raus. Der gehört mir. Der sitzt, oder? Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden. Richtig nice. Die Pflicht ruft. Scott, du musst ihn weghauen, Scott. Hau ihn weg, Scott. Ja, ja. Diabetes fordert wieder ein Opfer. So sieht's aus. Jetzt mache ich den hier. Dein Zug gehört jetzt Kuhn Friends. Und schon brennt die Sau. Und dann kann ich den hier machen und werde ihn vernichten. Magnetisch. Sehr gut, Wunder. Ich hätte es auch ohne euch geschafft, aber danke fürs Zuschauen. Cartman, du bist so eine eingebildete Sau. Yo, wir haben gewonnen. Ein Sack mit Hundescheiße, nett. Genau sowas brauche ich in meiner Sammlung. Gut, Freunde, die Folge ist vorbei. Wir sehen uns wieder in der nächsten spannenden Folge, wenn die schnell kommen soll. Ihr wisst, was ihr tun müsst, oder? Ihr wisst es, natürlich. Bewerten, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Küsschen aufs Nüsschen und tschüss.